Veit, Willi und ich, wir rauchen jetzt Zigarre. Es ist meine zweite Zigarre. Als Model musste ich schon mal so ein Teil rauchen. Zum Posing. Weißt du nicht alles als Model machen musstest? Ja, also Sodom und Gomorra. Ich habe sowas freiwillig gemacht, aber Entschuldigung, da seid ihr. Also ich habe sowas. Wir haben uns sagen lassen, umso dicker die Zigarre, desto milder. Das müsste eigentlich so eine mittelträchtige. Also ich habe schon dickere Zigarre gesehen. Deswegen habe ich das dünne Ding genommen, weil wenn. Und das scharf. Einfach mal gesagt, Dresden macht Spaß. Ja, Dresden qualmt. Meine Geburtsstadt, insofern alles ist schon. Wir gehen danach gleich zum Whisky noch über. Also diese Stadt ist nicht gut für mich. Ist nicht gut für Marin. Aber so tolle Zigarre schon mal geraucht? Bei deinem Shooting? Ich sage das Shooting. Das aber kann das ja war nur zwei Jahre her sein, ich meine. Das ist in Mailand. War Mailand da schon auf? Vor zwei Jahren durfte man da schon Shooting machen. Das verwechselst du mit Nordkorea. Wie gesagt, ich komme aus Dresden, wir kamen lange nicht raus. Es gibt interessantere Liebesspiele. Dadurch, dass man die nur puffen muss, ist gar nicht so schlecht. Also ich habe Zigaretten geraucht, die waren ekliger. Geht eigentlich. Kann man empfehlen. Ja. Mein Schwager brachte mir so eine Zigarre mit und meinte, ja, was ganz meins. Also wir tanzen natürlich, weil wir dürfen nicht zu oft ziehen. Nein. Wenn wir zu oft ziehen, es wird zu stark. Dann wird uns schlecht. Ja, wer will das schon? Also zwischendurch tanzen, ein bisschen bewegen, ein bisschen die Stimmung, die Atmosphäre. Ich meine, so wie du tanzt, musst du vom Tanz kommen eigentlich. Ja, so in meinem früheren Leben vielleicht. Warst du Tänzerin, ne? Ja, genau, im früheren Leben. In diesem habe ich es noch nicht geschafft. Man kann nicht alles machen, man kann nicht alles können, man kann nicht überall sein, man kann nicht die Welt retten.